Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim Blocktrainer. Heute habe ich einen sehr interessanten Gast, den Julian Lehninger von Relay. Den kennt ihr, den hatte ich nämlich schon mal im Interview. Ich begrüße dich, Julian. Hi. Hi Roman, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich. Gerne, gerne. Es hat sich viel getan, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Ihr habt ja richtig durchgestartet. Ihr habt eine App, bei der man das sogenannte DCA machen kann. Dazu haben wir auch mal einen Beitrag gemacht. Könnt ihr mal in der Videobeschreibung schauen. Da wird DCA im Allgemeinen erklärt. Erklär doch mal ganz grob, was ihr macht, weil ich denke, du hast ein paar sehr interessante Zahlen und Daten und Fakten für uns heute mitgebracht. Und damit die Leute so ein bisschen wissen, wo die herkommen, einfach mal so grob beschreibst, wie es bei euch so aussieht. Ja, sehr gerne. Ich glaube, letztes Mal, als ich bei dir in der Show sein durfte, war das eigentlich ziemlich bald, nachdem wir released haben. Wir haben am 1. Juli 2020 released und ich glaube, so Mitte Juli, wenn ich mich nicht täusche, war ich dann bei dir und habe da so etwas die ersten Zahlen präsentiert und so, wie das läuft und was Relay überhaupt ist. Und jetzt, ja, bin ich mega froh, so ein halbes Jahr später quasi da einen Statusreport abgeben und dann so sagen, was da so läuft und was wir so für Zahlen hatten. Sehr gerne natürlich. Also Relay ist einfach das weltweit einfachste Bitcoin-Investing-App made in Switzerland. Ganz einfach, App downloaden, innerhalb von einer Minute Bitcoin kaufen, verkaufen, direkt vom Bankkonto und ab 10 Euro bereits. Und das Coole ist eben auch, dass man bei uns einen Sparplan einrichten kann, sagen 10, 20, 50 Euro, whatever, pro Woche. Dollar Cost Averaging, wie wir eben da auch schon im Video darüber gesprochen haben. Und dann kannst du einen Dauerauftrag machen von einer Bank und sagst, eben dieser Betrag kommt einfach wöchentlich dann rein und du musst nichts mehr tun, schaust nur noch, wie die Sats reinfliegen. Und das ist was, was viele Leute sehr cool finden. Und darüber hinaus eben, warum sind wir die einfachsten? Es ist wirklich, dass du die App runterlädst und du musst keinen Account erstellen, keine persönlichen Daten angeben, du musst keine Dokumente hochladen, kein KYC, AML und so weiter. Du musst nicht mal ein Deposit machen, also irgendwie wo Geld hintransferieren und das dort liegen lassen, sondern es geht alles wirklich direkt innerhalb von einer Minute, bis du so eigentlich Setup. Und das ist was, das ja, die Leute cool finden ja. Am Markt. Absolut, also ihr seid auch so ein bisschen im Hype deswegen und das natürlich zu Recht, richtig, richtig interessant. Und ja, jetzt ist vor allem für mich natürlich interessant, wir haben im Dezember, aber vor allem im Januar einen unfassbaren Anstieg an neuen Leuten im Crypto-Space gesehen, aber auch wahrscheinlich an vielen, die früher dabei waren und jetzt wieder da sind. Und ich frage mich natürlich an der Stelle so ein bisschen, wie sieht es bei euch aus? Was könnt ihr aus diesen Metriken oder was geben eure Metriken an Daten her, die vielleicht Aufschluss auf irgendwas geben? Wie ist das Kaufverhalten eurer Nutzer? Das sind natürlich Sachen, die uns mal interessieren, um so ein bisschen einen Trend zu sehen und vielleicht auch, ob du gerade einen vielleicht Trend in eine andere Richtung wieder erkennst, weil meistens nach so Hype-Phasen flaut es dann ja auch immer so ein bisschen wieder ab. Was hast du uns mitgebracht? Ja, das stimmt. Das haben wir natürlich auch mega gemerkt. Also im Dezember war halt crazy, weil da ist wirklich alles, von unserer Sicht, alles etwas zusammengekommen, oder? Dezember war unser mit Abstand Rekordmonat. Da haben wir mehr als verdoppelt alle Metriken, was Umsatz angeht, Volumen, Orders, die erstellt wurden, alles wirklich mehr als verdoppelt, das war wirklich crazy, weil halt da eben auch viel zusammengekommen ist. Ich glaube, im Dezember, Ende des Jahres, war ja diese Price Rally, wo Bitcoin irgendwie innerhalb von ein paar Wochen gefühlt von 10.000 auf 30.000 raufging vom Kurs her. Und das hat mega viel Hype ausgelöst, sehr viel, man hat sehr viel darüber gelesen in den Medien und das heißt eben auch sehr viele Neulinge, die gerade vielleicht auch etwas Zeit haben über die Festtage und mit ihren Kollegen und Freunden und Familien sprechen darüber. Das war einfach so der perfekte Sturm, da kamen mega viele Neulinge auf den Bitcoin-Zug eigentlich und das haben wir halt mega gespürt, weil wir eben da sind für gerade Anfänger eben. Also sprich, in Zahlen ausgedrückt haben wir im Dezember das erste Mal über 1 Million Volumen machen können. Wir haben an die 4.000 Investments sind über die App gelaufen und wir haben auch das Referral-Programm und das ist eben auch ein weiterer Grund wahrscheinlich, weil ich habe gesagt, viel kam zusammen. Das Referral-Programm ist auch etwas, das irgendwie im Dezember explodiert ist. Wir haben im Dezember etwa 1.500 neue Referral-Codes, also neue Ambassadoren, die App weiterempfehlen, gemacht. Und das ist natürlich etwas, das hat alles so das Ganze beschleunigt. Ja.
Super interessant. Und was würdest du sagen, so vom Verhalten der User, in welche Richtung geht das so? Sind die, ich weiß gar nicht, also du kannst ja auf Einzelbasis eh nicht sagen, aber wie groß ist so durchschnittlich, was User regelmäßig investieren in Bitcoin? Wie sieht das aus? Und ist der Wert, bleibt der gleich oder verändert der sich? Ja, der Durchschnittswert eines Auftrags ist um die 200 Euro bei uns. Der verändert sich aber schon, geht eher zurück. Also wir merken, dass das Volumen steigt und die Orderzahl steigt aber noch viel mehr. Sprich, es gibt mehr Investments bei weniger Volumen und das heißt eben, es werden eher kleinere Aufträge gemacht. Das hat aber verschiedene Faktoren, die man da auch sich anschauen muss. Erstens ist ja die Limite runtergegangen. 2020 konnten wir noch 5.000 pro User pro Tag verarbeiten. Jetzt ist diese Limite auf 1.000 Euro pro User pro Monat. Also 1.000 Schweizer Franken, das sind etwa 950 Euro, je nach Wechselkurs. Und das führt natürlich dazu, dass die User eben kleinere Orders machen. Wir hatten viele User, die eigentlich so zwischen 2.000 und 4.000 gemacht haben pro Investment. Das geht jetzt eben nicht mehr. Und deshalb ist klar, dass die Average Order Size eher runtergeht. Ja. Okay. Und dann eben auch, wir haben auch viele neue User immer. Also wir wachsen sehr schnell, kriegen neue User und die neuen User tendenziell, das Userverhalten ist wirklich so, die kommen und die testen das mal aus. Ist ja klar, so mit 10, 20, 50 Euro vielleicht mit kleinen Orders und gehen dann tendenziell eher hoch mit der Zeit. Da wir aber sehr viele neue User jetzt eben im Dezember und Januar onboardet haben, ja, werden die Average Tickets eher kleiner. Ich habe von einem anderen Unternehmen gehört, dass es so Vorfälle gab, so einen Supply-Shock, dass keine neuen Bitcoin mehr zu kaufen waren. Wart ihr davon auch betroffen? Hattet ihr da Erfahrung? Oder darfst du da überhaupt drüber reden? Ich meine, gut, letzten Endes. Ja, nein, da waren wir eigentlich eben nicht betroffen. Das ist noch spannend. Ja, wir hatten dann auch viele neue User, die gekommen sind und sagen ihnen so, ja, ich will jetzt keine anderen Unternehmen bashen, überhaupt nicht, aber die kamen da so, ja, Bitcoin Swiss, da kann man nicht mal mehr einen Account machen, da kann man nicht mehr traden, die haben einen Supply Shock gegeben oder Biso-App, die nehme ich nicht mehr auf, die können meine Orders nicht mehr erfüllen. Wir hatten dieses Problem nicht, ist halt auch, weil wir eben wirklich klein sind. Also wir sind über eben Bitty an verschiedenen Exchanges angeschlossen. Diese kleinen Volumen, wir traden da ja nicht Milliardenvolumen. Und deshalb ja, haben wir das wahrscheinlich nicht so gemerkt. Und weil eben bei uns eher wirklich kleine Orders durchgehen. Bei uns ist das regelmäßig eigentlich gut gelaufen. Und wir sehen natürlich, das merken wir jetzt, dass viele User auf uns wechseln, weil eben jetzt am Beispiel von Bitcoin Swiss, das ist halt auch eine strategische Entscheidung wahrscheinlich von denen gewesen. Aber dieser Hype, der hat wirklich dazu geführt, dass die gesagt haben, guck mal, es geht einfach, wenn du einen neuen Account machen willst, mit all diesen KYC, AML, Dokumente hochladen und so weiter, es geht 3 Wochen. Wir können dir keinen Account sofort geben. Es geht 3 Wochen, bis du einen Account hast. Und wenn die Leute dann im FOMO-Mode sind, dann geht es natürlich nicht. Ne? Und das Nächste, was sie dann gesagt haben, ziemlich kurz darauf war, ja, und das Minimum-Ticket ist jetzt 10.000. Also 10.000 Schweizer Franken musst du depositen und drunter geht nichts mehr. Das sind natürlich all die kleineren Retail-Investors, die nur mal kleinere Der mal Beträge haben. reinschnuppern wollen. Ich meine, wer neu ist, Ja. der haut ja nicht direkt 10.000 da rein, ne? Ja. Und die sind dann vielfach eben zu uns gekommen, was natürlich spannend war. Ja. Krass. Warst du auch in FOMO? Ich? Ja. Nein, nein, da bin ich zu alt für. Nein. Nein, da habe ich jetzt genug Zeit im Bitcoin-Space verbracht, dass ich nicht Ich mehr so. wollte gerade sagen, ich glaube, das reale Alter hat mit dem Bitcoin-Space gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, in dem Moment, wo man sich anfängt, mit Bitcoin oder Kryptowährung zu befassen, ist so die Geburtsstunde. Und je länger man dabei ist, ist so das voransteigende Alter, was man dann in diesem Space hat, ne? Und da hat man einfach irgendwann so die Erfahrung, ja, klar pumpt das und klar wird das auch irgendwann wieder wahrscheinlich brechen. Und es ist eine Achterbahnfahrt wie immer. Eigentlich alles wie gehabt. Ja, es ist wie Menschenjahre und Hundejahre, gibt es wahrscheinlich Menschenjahre und Bitcoin-Jahre. Faktor mal 7, oder irgendwie, wenn du 5 Jahre im Bitcoin-Space bist, wie wenn du 35 Jahre eigentlich normal. Also es fühlt sich wirklich so an. Nein, ich bin da wirklich komplett locker. Also wenn jetzt der Preis wieder unter 10.000 gehen würde,
Würde ich vielleicht etwas mehr kaufen als sonst, und sonst aber würde mich überhaupt nicht stressen. Ich bin wirklich, ich lebe halt auch das, was wir pflegen, also die Kultur, die wir haben bei Relay, das lebe ich halt selbst auch im No Stress, just der DCA, Sparplan. Und dann bist du immer auf der sicheren Seite, und dann musst du eigentlich dich nicht stressen, was jetzt da Elon Musk sagt oder welche Regierung jetzt da irgendwie Bitcoin wieder verbieten will und so weiter. Das ist mir alles ziemlich schnuppe. Ich habe meinen Sparplan und das läuft, und da bin ich froh, und da schlafe ich ruhig. Das ist super interessant. Da kommen wir eigentlich nämlich zum nächsten Thema. Wir haben so viel Hype ja auch gesehen, der sich ja durchaus verändert hat. Also 2017 haben wir super viele Retail-Leute gehabt. Da sind ja alle rein und haben wirklich, also vielleicht auch wie die aktuelle Thematik so ein bisschen mit GameStop und so. Aber so sind die Leute ja in Krypto reingerannt und aber alles mit Privatgeld. Und das war eigentlich abzusehen, dass das irgendwann komplett einbricht. Und jetzt haben wir eine völlig neue Situation. Wie bewertest du Aussagen und das Handeln von MicroStrategy? Ja, ich finde, das ist Next Level, was die machen jetzt. Das ist wirklich jetzt, die eben wirklich jetzt den Weg zu Institutional Money, und eben nicht nur, und das ist für mich auch eine neue Dimension, die da aufgeht, nicht nur Institutional Money im Sinn von, ja, große Asset Managers, Hedgefonds, und eben all diese Institutional Investors, also Family Offices und so weiter, diese großen Investoren kommen rein. Ich meine, das ist eine Welle, die natürlich dazu führt, dass eben die Volatilität abnimmt und dass es wirklich so ein Preisplateau gibt, dass es eben nicht mehr diese Riesenkerzen gibt, die wieder ins Bodenlose fallen. Das ist ja mehr Retail-Investor-alike. Je mehr das Institutional Investors reinkommen, desto rationaler und auch ruhiger wird der Markt. Und da bildet sich ein Preisplateau, das dann schwierig wieder zu durchbrechen ist, was gut ist. Aber was jetzt halt MicroStrategy macht, ist, die ebnen den Weg nicht nur für professionelle Investoren, sondern einfach wirklich Firmen, normale, private, profitorientierte Firmen, die jetzt anfangen, ihr Geld in Bitcoin anzulegen, oder eben, es ist nicht mal ein Anlegen, es ist eigentlich einfach eine Wertspeicherung. Also die haben Millionen, zum Teil Milliarden an Geld auf der Bank, das sie nicht produktiv benutzen können oder wollen im Moment. Und da wollen die einfach sicher gehen, dass die kein Geld verlieren und wenn möglich auch noch etwas an Kaufkraft gewinnen. Und gerade in Amerika eben dieses 2% Inflationsziel, was real wahrscheinlich eher bei 4, 5% Inflation liegen wird, wenn es so weitergeht. Und du hast auf dem Geldmarkt irgendwie nichts mehr, das Gewinn bringt. Es ist schwierig, das am Geldmarkt noch gewinnbringend anzulegen mit irgendwelchen Anleihen und auch in welche Aktien und so weiter das anzulegen. Das ist einfach kompliziert und es ist schwierig, da noch viel rauszuholen. Und da kommt jetzt MicroStrategy und sagt, weißt du was, wir haben uns das angeschaut und völlig no hype, sehr rational, haben alle verschiedenen Szenarien bewertet, und wir sind zum Schluss gekommen, dass es viel mehr Sinn macht, zumindest einen Teil unseres Cash-Bestandes in Bitcoin zu transferieren und zu halten und nicht in US-Dollar. Und was natürlich jetzt auch spannend ist, wie der das Ganze inszeniert, oder? Der Michael Saylor, der macht es nicht einfach in das Pool, sondern er hängt das an die große Glocke und versucht es jetzt auch anderen Unternehmen mitzuteilen. Das macht er sehr geschickt und sehr gut, auch medial, mega Hype da auch ausgelöst. Und ich glaube wirklich, dass Das ist das das, was ich gerade sagen wollte. Also ganz so ohne Hype hat das ja nicht gemacht. Der hat durchaus einen Hype da erzeugt. Aber das ist nämlich das, worauf ich jetzt auch hinaus möchte, was ich so interessant finde. Also MicroStrategy war der absolute First Mover. Die sind so ein bisschen wie der Laszlo mit seinen zwei Pizzen, nur im Corporate-Bereich. Und die werden in die Bitcoin-Geschichte eingehen als das erste große aktiennotierte Unternehmen, was eben alles auf Bitcoin gesetzt hat. Und die haben ja sogar, ich sage mal, mit diesen 600 Millionen, ich nenne es mal vorsichtig, Leihgabe ihrer Investoren, ja nochmal richtig gegambelt und da richtig gehebelt. Und ja, er hat ja jetzt angekündigt, dass er für Februar eine Konferenz plant, wo er deren Investment-Playbook für andere Unternehmen erklären und zur Verfügung stellen möchte. Das heißt, er möchte den anderen Unternehmen zeigen, das ist der Way to go, wenn ihr als Unternehmen in Bitcoin investieren wollt. Die brauchen nur noch danach handeln und dann sind die good to go. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin
super gespannt, was danach passiert. Also ich denke, direkt nach Februar noch nicht, aber das muss ja auch erstmal verarbeitet werden. Die müssen auch Anträge bei der SEC stellen, wo man aber auch sagen muss, da wird wahrscheinlich nichts mehr abgelehnt, weil es gibt einen Präzedenzfall, das ist MicroStrategy, deswegen war das auch so wichtig. Da kann sich eigentlich jedes Unternehmen jetzt darauf berufen und sagen, ihr habt es denen aber auch erlaubt, wir wollen auch. Und wenn, also ich denke, richtig spannend wird so März, April die Zeit, das könnte richtig, richtig heftig werden. Denkst du das auch? Glaubst du, dass ein FOMO bei Unternehmen kommen könnte? Ja, stell dir mal vor, ich meine, MicroStrategy ist ein recht großes Unternehmen, denn die haben jetzt etwas mehr als eine Milliarde investiert, was krass ist, aber immer noch, ja, wenn du jetzt dir überlegst, das sind wie Apple oder Tesla oder irgendein, gut, Tesla hat nicht viele Cash-Bestände, aber Apple oder Google oder Facebook, nur eines dieser Unternehmen in dieser Liga. Vielleicht auch nur 1% ihrer Cash-Bestände reinlegt, dann ist es ein Vielfaches von dem, was jetzt MicroStrategy reingebracht hat. Und wenn das dann so sich etwas zur Norm entwickelt, dass man zumindest einen Prozentsatz als Firma eigentlich rational in Bitcoin stellen muss, dann sind wir bei ganz anderen Zahlen, ganz andere Zahlen, als wir jetzt denken. Also dann wird auch ein Gesamtmarkt von Bitcoin, den man jetzt mal so beim Goldmarktwert irgendwie mal so gesagt hat, das würde Sinn machen, irgendwie bei 7, 8 Billionen oder so, dann wird das schon bald lächerlich. Also das ist crazy. Und ob es eine FOMO auslösen wird, ja, denk ich doch eigentlich nicht, weil wir sprechen nicht über Wall Street, wir sprechen nicht über eben Retail Investors, die irgendwie Get Rich Quick versuchen zu machen, sondern ich glaube, wir sprechen da wirklich über langfristig, dass sich die Unternehmen und so die CFOs der großen Unternehmen einfach Gedanken machen, wie geht es weiter mit der ganzen Geldpolitik, die aktuell läuft, eben, dass es keine Renditen mehr am Markt gibt, dass es hohe Inflation gibt. Ich glaube, die überlegen sich einfach, okay, was machen wir langfristig mit unseren riesen Cashbeständen? Und ich habe das Gefühl, oder es könnte eben jetzt sein, es wird sich zeigen, dass viele davon so etwas auf die MicroStrategy-Strategie aufspringen. Aber ich glaube, das wird ziemlich rational und eher langsam und Step by Step und nachhaltig geschehen. Aber was da für ein Potenzial liegt in den nächsten 10 Jahren, wenn das sich so abspielt, das ist. Man muss ja auch noch was überlegen. Also die Dollarmenge ist ja auch dadurch derzeit reduziert, weil diese Unternehmen diese Cash-Reserven teilweise da liegen haben. Wenn die anfangen und das auch in Bitcoin tauschen, würde das ja nochmal dazu führen, dass nochmal mehr Geld im Umlauf wieder ist. Und das sind ja alles so Faktoren. Also neben neuem Geld, was reinkommt, neben günstigen Krediten und so weiter, ist das ja ebenfalls einfach auch dann nochmal so ein Effekt, der automatisch passiert, dadurch, dass passiert, was passiert, wenn die Bitcoin kaufen und ihre Reserven da reinlegen. Ich glaube schon, dass das ein oder andere Unternehmen vielleicht ein bisschen in FOMO kommen könnte. Einfach, wenn man sich so ein bisschen den Aktienkurs von MicroStrategy anguckt, nachdem sie in Bitcoin investiert haben. Ich glaube, vervierfacht oder so. Und das ist, glaube ich, für jedes Unternehmen auch ein. Oder ich sag mal, man würde sich, glaube ich, freuen, die Aktionäre glücklich zu stimmen. Und das ist halt was, wo ich sage, das könnte dann doch zu einer Art FOMO kommen, unter Ja, Umständen. das stimmt. Er hat ja letztens auch in einem Podcast gesagt, ich glaube, bei Laura Shin, er hat gesagt, ja, wir hatten keine Chance gehabt, mit unseren Profiten oder mit unserem Geschäft auch nur ansatzweise so viel Gewinn zu machen, wie wir jetzt mit dem Bitcoin einfach Buy and Hold Bitcoin gemacht haben, oder? Ich meine, jeder Investor klatscht sich in die Hände, wenn das Unternehmen irgendwie 5% oder 10% Wachstum in ein paar Monaten zeigen kann, oder? Und er jetzt den 100, 200% Wachstum gemacht und er sagt einfach, ja, guck, ich als CEO habe die Verpflichtung gegenüber meinen Shareholders, das Beste mit dem Geld, das sie mir geben, zu machen, was man kann. Und aktuell können wir unser Geschäft gar nicht so schnell wachsen lassen, wie Bitcoin wächst. Und dann ist es meine Verpflichtung, dass ich mein Geld dorthin allozieren. Das sage ich schon, das ist einfach auch ein geiler Typ, muss man sagen. Michael, der hat einfach wirklich den Mut dazu, das ist geil. Ja, absolut. Das muss man sich erstmal trauen. Also, er hätte sich auch komplett verbrennen können. Ich muss halt aber auch sagen, er ist auch so ein bisschen. Also, er hat halt. Gut, man weiß natürlich, was dahinter steckt. Also, er hat ja auch clever gehandelt. Er hat erst selber privat 14.000 Bitcoin gekauft. Ist dann mit seinem Unternehmen rein und hat nochmal 70k gekauft und hat dann ordentlich die Werbetrommel als ja, die Company
die jetzt mehr oder weniger mit ihrer Aktie mit dem Bitcoin-Verlauf läuft, dargestellt. Claro, logisch, ja. Und holt jetzt andere Unternehmen rein, noch größere Ja. Unternehmen. Und am Schluss ist der einfach, sitzt er auf seiner Bag und klatscht, ja. Ja, absolut. Und das ist natürlich super interessant, weil ich glaube, je wertvoller Bitcoin wird, desto schwieriger wird es auch für große Unternehmen, einen ähnlichen Bag wie MicroStrategy aufzubauen, obwohl das Unternehmen vielleicht am Anfang, wo sie in Bitcoin investiert haben, nicht ansatzweise so wertvoll war wie die Konkurrenz, die viel zu spät in Bitcoin kommt und dadurch effektiv später weniger Kapital darin liegen hat. Und was automatisch durch einen, ich sag mal, durch einen Wertverfall von Dollar die Karten noch so ein bisschen neu mischt. Ne? Das ist aber auch, ich glaube, das ist auch das, was viele Ökonomen an dieser Thematik fürchten, dass halt, ich nenne es mal vorsichtig, die falschen Leute zu reich werden. Klar, das ist eine Kritik, die im Raum steht. Und ich glaube, das wäre aber eine Kritik, die würde bei jedem Asset stehen, was gut performt, weil jeder kann früh investieren und das für sich erkennen. Ja, wie siehst du das? Hast du denn das Gefühl, dass das jetzt wirklich dass die ersten Schritte sind von wirklich von dem Ablösen einer globalen Weltwährung, vom Absturz des US-Dollars oder vielen Fiat-Währungen, weil ja eigentlich alle Fiat-Währungen irgendwie gekoppelt sind auch irgendwo durch an den US-Dollar und dass da so wie ein neuer Standard eben wirklich entsteht? Kannst du dir das vorstellen? Weil das ist etwas, das Ray Dalio ja viel darüber geschrieben hat, so das Up und Down von globalen Währungen und Reservewährungen und eben, dass jede Fiat-Währung eigentlich eine Lebensdauer von im Schnitt 150 oder 200 Jahre hat, oder? Und mehr nicht. Und er leitet das mega schön her aus ökonomischer Perspektive, ohne jegliche Referenz zu Bitcoin, kein Zusammenhang zu Bitcoin, aber er leitet das mega schön her, dass eben Weltmächte mit entsprechenden Reservewährungen kommen und gehen. Und das ist ein Zyklus, den er beschreibt über mehrere Jahrhunderte. Und er sagt eben, dass Amerika und der US-Dollar als Reservewährung jetzt am Ende des Zyklus sind. Und er beschreibt eben sehr schön, dass es am Schluss eigentlich so wie eine Hyperinflation gibt und dann die abgelöst wird normalerweise durch eine andere Fiat-Währung. Aber was, wenn jetzt eben diese Ablösung durch Bitcoin passiert? Kannst du das? Ja, das ist ja so ein bisschen auch die Theorie hinter der Bitcoin-Hyper-Bitcoinization und so. Und ich glaube halt, ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, sagen wir es so. Ich glaube, dass Dollar zwar, auch wenn viel Dollar gerade vor allem im M1-Volumen erzeugt wurde, wir nicht vergessen dürfen, dass es eine Weltwährung ist und dass sich das auch relativ gut verteilen lässt. Wir haben auch immer neue Menschen, die geboren werden und solange sich. Und da muss man vielleicht ja auch für die Leute da draußen nochmal so ein bisschen den Unterschied von Inflation zu Inflation erklären. Also es gibt ja einmal die Inflation auf die Menge des Geldes, die im Umlauf ist. Und es gibt auch die Inflation bemessen an den Preisen, die die Güter im Land haben. Da gibt es dann so einen Warenkorb, da wird dann alles reingeschmissen, Brot und Eier und was kostet das alles? Und dann wird geguckt, wie viel weniger bekomme ich von Jahr zu Jahr fürs gleiche Geld von diesem Warenkorb. Und das ist dann die Inflation, die man eigentlich bemisst, die für uns Menschen relevant ist, weil das ist das, was wir mit unserem Geld machen können. Und natürlich ist dieser Warenkorb so, geht so gut kalkuliert und da gibt es viel Kritik an diesem Warenkorb. Und die große Frage ist ja eben, wann wird diese M1-Menge, die gerade erzeugt wurde, Einfluss auf diesen Warenkorb haben? Wann ist es wirklich so, dass die Waren so teuer werden und dass wir wirklich von einer Hyperinflation sprechen, dass das Geld nicht mehr funktioniert? Und da muss man einfach sagen, ich sehe schon, dass das Geldsystem Probleme hat und auch kaputt ist. Ich glaube aber, vielleicht ist es noch nicht so kaputt, wie wir alle denken. Vielleicht hält es auch noch 20 Jahre. Ja? Das ist das große Problem, dass man da halt jetzt nur Wissen spekulieren kann. Und ich sehe, und das ist auch das, was ich halt an der heutigen Gesellschaft manchmal so ein bisschen kritisiere. Es sind so viele Crash-Propheten da draußen, die halt sagen, das muss jetzt so kommen. Und ich finde genau das schwierig, weil die können es ja genauso wenig wissen, wie wir wissen können, ob Bitcoin nächstes Jahr 10-mal so viel wert ist oder nicht. Oder ob, ich meine, man schaut sich einen Corona-Crash Anfang 2020 an, da ist Bitcoin auf 3.400 Dollar runtergeknallt. Das hätte keiner kommen sehen. Und das war einfach nur wegen dieser Pandemiesituation. Sowas kann passieren. Also es können immer irgendwelche Dinge passieren. Und es kann auch sein, dass das Vertrauen in Dollar brutal steigt, dass das ganze neue Geld komplett in die Anlagenmärkte versenkt wird und dass man das gar nicht im Umlauf merkt oder so. Und dass die Probleme, die aus so einer Inflation, die ja auf Basis der Geldmenge da ist, auch erst nach 20 Jahren wirklich spürbar sind. Wissen wir nicht. Und deswegen, aber um auf deine Frage zu kommen, ich glaube schon, dass wenn
unsere heutigen Fiat-Währungen scheitern, dass die nächste Währung Bitcoin oder Bitcoin gestützt sein kann. Ich weiß, ich würde aber nicht darauf schwören, dass es jetzt, dass der Zyklus, dass wir hier gerade in den letzten Atemzügen sind und nächstes Jahr alles Bitcoin ist. So ungefähr. Ja. Ja, das glaube ich, wahrscheinlich auch nicht. Aber eben Ray Dalio spricht dann natürlich von Zyklen, die 200 Jahre oder so gehen können. Das heißt, wenn wir jetzt am Ende sind, kann es eben, wie du sagst, immer noch 20 Jahre dauern, das ist klar. Und da wird sich ja nicht die Leute, die jetzt am Dollarsystem profitieren, werden ja auch nicht einfach das Handtuch werfen und gehen. Das wird ein Fight, oder wenn das so kommt. Also das geht sicher noch, das wird sich sicher noch rausgehen über Jahre. Und Ray Dalio ist tatsächlich, hat jetzt auch über Bitcoin gesprochen. Habe ich Hat gesehen, ja. ganz kurzem wirklich gesagt, nein, Bitcoin ist, und er hat es sehr balanciert, sehr gut mit Pro und Contra, hat einen Artikel darüber geschrieben und ist aber grundsätzlich positiv eingestellt, was eigentlich spannend ist. Und wie du gesagt hast, das ist ein Vertrauensding, oder? Welche Währung vertrauen wir denn am meisten? Und das merkt man schon, dass man, dass US-Dollar und Euro und so weiter, dass diese Währungen einfach an Vertrauen verlieren und dass grundsätzlich eben Bitcoin eher an Vertrauen gewinnt. Also der Trend geht schon in diese Richtung. Genau, und wenn ich mir das angucke, also da sprichst du ja auch was Interessantes an. Ich finde, es gibt halt so Boliden im Space, die das Vertrauen an Dollar versuchen noch hochzuhalten. Wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel Warren Buffett mit Berkshire Hathaway teilweise immer sehr große Cash-Reserven sogar in Dollar hält, dann ist er einer von denen, die natürlich auch dadurch, dass viele den folgen, auch dafür sorgen, yo, wir machen hier ein Zeichen, wir setzen das Zeichen, es ist gut, wenn ihr euer Dollar parkt. Und dadurch, dass viel Dollar geparkt wird, ist auch wieder weniger im Umlauf und so, dass die Problematik dadurch auch nicht so entsteht. Und ich glaube aber, dass es, wenn man es rational betrachtet, ja trotzdem nicht gesund ist, was da gemacht wird. Und natürlich, also Ray Dalio, für die Leute, die ihn auch so nicht kennen, einfach mal auch bei YouTube schauen. Die ökonomische Maschine heißt es, glaube ich, auf Deutsch übersetzt. Es gibt es als deutsch übersetztes Video. Erklärt auch sehr gut, wie allgemein Geldsystem und unsere Zyklen funktionieren. Und er hatte aber anfänglich auch relativ negativ über Bitcoin gesprochen, genauso wie aber auch Elon Musk und viele andere Thematiken wie Stromverbrauch, die auch am Anfang ja, wenn man sich das erste Mal so damit befasst, auch wirklich als Problem aussehen, bis man wirklich dahinter steigt und versteht, dass es wahrscheinlich gar nicht so das langfristige Problem ist, sondern wahrscheinlich sogar einen positiven Effekt haben kann. Aber anderes Thema. Aber wie siehst du das? Dass so viele, auch JP Morgan, damals noch so gegen Bitcoin geschossen haben und gerade ihre Meinung drehen. Glaubst du, das ist fundamental? Und glaubst du, dass man vielleicht daran schon ableiten kann, dass die sich vielleicht auf so eine Art neue Geldreserve und Geldwährung für die Welt einstellen oder so? Ja, es ist definitiv ein Trend. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine neue Ära gerade einläutet, aber es ist definitiv ein Trend sichtbar, dass viele konvertieren. Viele der großen, aber auch kleinen. Ich meine, das sieht man bei deinem Nachbarn, also beim kleinen Investor, und das sieht man jetzt auch am größten Investor der Welt, nämlich BlackRock. Oder eben alles dazwischen wie JP Morgan und so weiter und so fort. Und ich glaube, es hat immer den gleichen Grund. Und zwar, dass man am Anfang einfach sich nicht wirklich damit befasst und eben, wie du gesagt hast, nur oberflächlich das sich mal anschaut. Ah, da ist irgendwie so eine Währung. Ah, die ist ja mega, okay, die ist digital, aber die ist ja mega volatil. Das wird es sicher niemals ein Zahlungsmittel werden. Und das ist ja nur so eine Technologie, die gar nicht richtig funktioniert. Irgendwie die Transaktionen sind noch mega teuer und so. Ah, kann doch nicht funktionieren. Braucht auch noch mega viel Energie. Und dann ist die Hälfte der Miner sind noch in China und so weiter und so fort. Und das kann ja alles gar nicht klappen. Und so nach ein paar Stunden Research tun die das ab. Und ich glaube, das war beim kleinen Investor, ist das der gleiche Zyklus wie eben bei BlackRock oder bei JP Morgan. Am Anfang sagt einfach Jamie Dimon mal so oder der Larry Fink, die sagen einfach mal so, schauen sich das mal an und ja, mal ein paar Praktikanten sollen sich das mal anschauen und dann schauen die sich das an und kommen zum Schluss, ja, nein, das ist eben zu volatil und so weiter und so fort. Machen wir nicht. Gut, und dann sagen die, nee, machen wir nicht. Und dann nach ein paar Jahren vielleicht merken sie, okay, das geht nicht weg irgendwie, das hat irgendwie spannende Charakteristika, wir schauen uns das nochmal genauer an. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass jeder oder auch jede Organisation, die sich das wirklich genau anschaut, die wirklich, wirklich sich damit befasst, dann Schwierigkeiten hat, das abzulehnen, Schwierigkeiten hat zu argumentieren, warum sie eben nicht investieren. Und es ist viel einfacher zu argumentieren,
eben warum man jetzt investiert und warum das schon auch Potenzial haben kann. Ich glaube jetzt nicht, dass BlackRock jetzt irgendwie die Hälfte des Asset Under Management in Bitcoin hauen wird. Aber ich glaube, dass die eben wirklich gemerkt haben, okay, da ist ein gewisses Potenzial da. Und deswegen, das haben wir jetzt verstanden und deswegen allozieren wir jetzt gewisses Kapital. Und das hat natürlich unglaubliche Auswirkungen langfristig. Ja, es ist auch immer so, dass die ja in gewisser Form ihre Entscheidungen da vielleicht dann revidieren. Und für mich auch interessant zu sehen, dass halt so ein BlackRock da ja auch Vertrauen reingibt. Weil wenn wir von irgendeinem Geld ausgehen, dann lebt das Geld eigentlich davon, dass wir diesem Geld vertrauen. Also was ist Euro? Ne? Euro ist Papier. So. Das funktioniert, weil wir diesem Geld vertrauen. Und ich glaube halt, je mehr Leute sich das angucken und diesem Geld vertrauen, desto vertrauensvoller wird das. Und das Gute ist halt einfach, ich glaube, das ist auch so die Quintessenz, die irgendwann jeder bei Bitcoin checkt. Alles, was Menschen gemacht, vor allem zentral verwaltet wird, dem vertraue ich, bis die zentrale Instanz Blödsinn macht. Und da ist dieses Potenzial, dass es scheitert, enorm hoch, dass da irgendein Blödsinn passiert. Bei Bitcoin gibt es das einfach nicht mehr. Das heißt, mit anderen Worten, dieser Button, den vielleicht Ray Dalio meint, dass nach 200 Jahren so eine Währung durch Inflation und so immer nicht mehr geht, den gibt es bei Bitcoin einfach nicht. Das heißt, es könnte sich wirklich herausstellen als das letzte Geld der Menschheit. So. Und das ist das, was, glaube ich, so mindblowing dabei ist und auch das Potenzial, dass wir eine ganz andere Form von Zyklen erleben werden, weil eben Bitcoin einen ganz anderen Lebenszyklus wie Fiat Money vielleicht mitbringt. Und das ist so bahnbrechend bei dieser Sache. Und ich glaube, jeder, der das begreift, und ich glaube halt so, also Michael Saylor wirkt so ein bisschen so, als hätte er das vor einem halben Jahr geschnallt und ist halt jetzt voll Hype und rennt dann deswegen auch los und verbreitet diese Kunde. Aber ich glaube, das wird noch so viele anstecken, die dann wirklich so diesen Mindblowing-Effekt haben. Und ich glaube halt, jedes weitere Unternehmen, was kommt und sei es noch so klein, ist halt wieder neues Vertrauen für Bitcoin. Und dieses Vertrauen, es gibt dann irgendwann keinen Push mehr, der sagt, ja, das macht das Vertrauen kaputt, weil ist die Währung einmal da, je größer, je teurer Bitcoin wird, desto mehr Mining-Anreiz gibt es, desto ja, mehr Vertrauen genießt das Netzwerk und desto sicherer wird das. Und das ist echt heftig. Ja, und es gibt eben auch viele, also die meisten, die ja eben reinkommen und mal down the rabbit hole gegangen sind, so wie jetzt Michael Saylor, so wie wahrscheinlich jetzt Ray Dalio langsam am Anfang, so wie wahrscheinlich Elon Musk jetzt langsam auch darunter, also wirklich tief drin sind, die gehen ja dann nicht mehr zurück. Also es gibt ja viele, die so am Anfang an der Oberfläche kratzen und dann sagen die, nein, das ist nicht spannend und dann nach ein paar Jahren eben dann doch sich dafür interessieren und sich damit auseinandersetzen. Und ich kenne einfach sehr wenig, es gibt wenig Leute, die sich wirklich, wirklich intellektuell damit auseinandergesetzt haben und dann noch gesagt haben, ja, nee, finde ich scheiße. Sondern die da mal drin sind, die gehen ja dann nicht mehr raus. Die werden dann, entweder bleiben sie normal, rational oder sie werden fanatisch wie jetzt der Michael Saylor. Aber es gibt wirklich die Kritiker, die allermeisten Kritiker, die Ökonomen, die, keine Ahnung, die da laut eben, oder die Banker, die da laut in den Medien sagen, Bitcoin ist schlecht, die sind 95% von denen finden es einfach scheiße, weil sie nur relativ oberflächlich das angeschaut haben und nicht wirklich tief gegangen sind und es nicht wirklich verstanden haben. Alle, die es verstanden haben, die sind meistens im Rabbit Hole und kommen nicht mehr raus. Und das ist natürlich langfristig eine klare Entwicklung, die sich da zeigt. Ja, genau, absolut. Und das ist auch, das ist halt auch genau das, was ich meine. Also ich, wenn man, also es gibt so Phasen, es gibt so ein Bild, so ein Meme, mit so einem Kopf, der immer weiter aufgeht und dann später so richtig, ne? Und das fängt so an, oh, was ist denn Bitcoin? Ah ja, ganz interessant. Dann so 20.000 verschiedene Coins und Möglichkeiten, dann reduziert sich das immer mehr und zum Schluss bleibt so Bitcoin übrig. Und ich glaube halt, das ist halt der Weg, den auch diese Leute teilweise gehen. Ich kenne auch viele, ich sag mal, die auch eher sehr erfolgreiche Geschäftsleute sind und so weiter, die dann auch einfach genau diesen Weg gegangen sind. Und ich kenne eigentlich kein wirkliches Gegenbeispiel. Also wenn man so einmal wirklich da ist und einmal die Dinge dahinter verstanden hat, dann ist es enorm. Ich glaube halt, dass es für viele schwierig ist, weil Bitcoin etwas abbildet, was wir noch nie hatten. Und wenn etwas da kommt, was man noch nie thematisiert hat, wo man noch keinen wissenschaftlichen Konsens auch drüber hat oder ökonomischen Konsens, nehmen wir den intrinsischen Wert. Gold hat einen intrinsischen Wert, weil es da ist. Also ich kann das anfassen, ich kann das in der Industrie verarbeiten.
Und das ist das, was man vielleicht mehr oder weniger sich per Definition als intrinsischen Wert vorstellt. Und Bitcoin kann ich nicht anfassen. Und das ist dann für viele schon so, ja, und weil das nur Luft ist, hat das auch keinen Wert, weil ich kann es für nichts anderes benutzen. Und in Wirklichkeit ist aber so, dass Gold seinen Wert auch nicht hat wegen der Industrie. Die meisten Goldreserven liegen in irgendwelchen Banken und deswegen hat Gold Wert, weil es dadurch selten ist. Und das sind halt Sachen, jemandem zu erklären, dass der intrinsische Wert zwar bei Fiat nicht da ist, weil es einfach aus der Luft geschaffen ist vom Menschen und von einer zentralen Instanz und dadurch auch keinen Eigenwert hat eigentlich, außer dem Vertrauen, ist bei Bitcoin trotzdem was anderes. Es gibt diesen intrinsischen Wert, nur der ist eben nicht so greifbar. Und das ist so abstrakt, dass eigentlich das, was du an Ökonomie in einem Studio lernst, in einem Studium lernst, das eigentlich gar nicht abbildet. Und das sind eigentlich Dinge, wo man sagen müsste, Bitcoin müsste eigentlich die ganze Lehre der Ökonomie nochmal überarbeiten lassen, weil das etwas völlig Neues bringt. Und ich glaube, das ist so auch so schwierig für viele, das dann in der Anfangszeit zu verstehen, warum das so ein gutes Asset ist. Ja. Ja, absolut. Und es ist, aber ich glaube, es ändert nicht die Regeln, sondern es ist einfach etwas mega Neues, das mit anderen Regeln funktioniert. Aber wir sehen ja schon und wir haben schon vorgesehen, dass die ökonomischen Regeln sich sowieso ändern. Also Dinge wie Negativzinsen, wie diese hohen Inflationsziele, also dass einfach im 2020 jeder fünfte Dollar gedruckt wurde, den es überhaupt gibt. Und solche Geschichten, dass es keine Zinsen mehr gibt auf Ersparnis. Alle diese Dinge, das kann man mit den ökonomischen Regeln oder mit den ökonomischen Schulbüchern, die wir jetzt die quasi 50 Jahre jetzt oder 100 Jahre gegolten haben, kann man das nicht mehr erklären. Das ist nicht mehr, das ist ein neues Spiel jetzt. Das ist a new game. Und Bitcoin könnte eben da ziemlich gut reinpassen. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende zu sehen. Ja, wir leben in einer Zeit, wird immer neues Geld gedruckt. Geld sollte bei den Leuten bleiben. Sparen macht dann Sinn, wenn du eine Rendite bekommst, wenn das Geld für dich arbeitet. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird das Geld loswerden. Auch der Konsum wird dadurch angeregt. Und das heißt, es wird neues Geld im Markt geschmissen und das Geld, was die Leute geparkt haben, wird auch in den Markt geschmissen. Und das ist ja die große Gefahr, auf die wir auch hinlaufen. Spannende Zeit. Ja. Julian, möchtest du noch etwas sagen? Ansonsten würde ich langsam zum Ende kommen. Ich würde mega gerne noch deine Meinung zum Elon Musk-Tweet hören. Ist es, weißt du, ich frage mich, ist ein Riesending, okay. Der reichste Mensch der Welt, der größte Visionär, einer der größten, wenn nicht der größte Unternehmer unserer Zeit. Ja. Also es ist ein wirklich unglaublich einflussreicher Typ. macht einen Tweet, respektive, also er hat ja auch schon immer ein wenig über Bitcoin getweetet, aber es war immer so mehr so witzmäßig. Und der nächste Tweet war dann über Dogecoin und so. Also ja, man konnte es ja nie mehr so ernst nehmen. Und jetzt hat er aber wirklich, und da, jetzt hat er wirklich in seine Biografie geschrieben, Bitcoin, und ein Tweet dazu, it was inevitable from the start. Und so. Ist es jetzt wirklich dieser huge Deal? Oder ist es einfach so ein Pump and Dump Spaß, den es sich erlaubt? Ist es einfach irgendwie, ja, meint ihr das ernst oder ist es nur so wieder so ein, weil er macht ja viel so Späße auf Twitter. Er hat ja auch schon das mit seiner eigenen Aktie gemacht, hat ja getweetet, dass er die privatisieren will, wieder die Tesla-Aktie und so weiter. Und das war, ja, es war alles irgendwie so, er spielt halt auch damit. Ist es jetzt Spaß oder ernst? Ich glaube beides. Ich glaube, zum einen hat Elon Musk sich enorm Bitcoin angenähert. Merkt man einfach, dass er sich sehr viel mit dem Thema in den letzten Wochen, Monaten befasst. Und auch wenn er da nur trollt, aber es ist immer mehr präsent bei ihm. Und das ist, glaube ich, also wie wir gerade auch festgestellt haben, je länger man sich damit befasst, desto mehr ist man eigentlich pro Bitcoin. Trotzdem glaube ich, ist es ein Troll-Attack. Und ich glaube, also das ist nur meine Einschätzung. Diese ganze GameStop-Geschichte hat ja eigentlich einen politischen Hintergrund. Und zwar Stop diese ganzen Shorter. Und das war ja eigentlich, um die ganzen Shorts auszustoppen aus dieser Sache und einfach gegen anzupumpen. Und er hat da ja mitgemacht, weil er gesagt hat, was ist für eine Scheiße? Du kannst nicht hingehen und sagen, ich verkaufe, also du kannst keine Autos verkaufen, die du nicht besitzt, du kannst keine Häuser verkaufen, die du nicht besitzt. Warum kannst du Aktien verkaufen, die du nicht besitzt? Und das war halt, und er sagt, aus irgendeinem unempfindlichen Grund ist das legal. Das kann nicht sein. Und deswegen hat er da mitgefeuert. Da hat ja jemand geschrieben, ja, kann das sein, dass Elon jetzt GameStop kauft und dass die Games dann in den Tesla-Autos verkauft werden und so? Und er hat nur dieses Emote gepostet, was so macht. Und das sagt ja gar nichts, ne? Aber das hat dafür gesorgt, dass die Leute wie gestört in diese Aktie reingerannt sind. Und das ist halt, ich glaube,
wenn wir uns anschauen, was nach 40.000 bei Bitcoin passiert ist, der Kurs ist enorm gefallen. Und ich kann mir vorstellen, dass er einfach nur im großen Stil das vielleicht mit dem Asset jetzt genauso als toll gemacht hat, wie er das GameStop, diesen GameStop-Hype angefeuert hat, das jetzt mit Bitcoin macht, um die Shorte auszustoppen und alle wegzurasieren, dass einfach das Short aufhört. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Art politisches Statement von ihm, vielleicht zum Teil für Bitcoin, vielleicht ist Bitcoin nur sein Spielball. Das kann ich nicht genau sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon so ein bisschen aus dieser Richtung kommt, seine politische Macht damit auch auszudrücken. Mega interessant. Ja, das wird sich wirklich zeigen. Ob der, ich frage mich auch, ob und wenn ja, wie viele Bitcoins der besitzt. Das ist auch, ja, keine Ahnung. Ich finde es mega spannend eigentlich. Ja, zum Ende machen wir nochmal einen kleinen Chill. Relay, geiles Produkt. Und Julian, vielen Dank für deine Zeit. Wenn ihr bei Relay Gebühren sparen wollt, ihr könnt 16,6% der Gebühren, die dort, also von den Gebühren, die dort anfallen, sparen, wenn ihr unseren Referral-Code REL165 benutzt. Steht auch unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, vielen Dank für deine Zeit. Es war auf jeden Fall super spannend. Vielen Dank, Roman. Eines der besten Gespräche, wenn nicht das Beste diese Woche. Vielen, vielen Dank. Es war geil und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao.